Ja, hallo, liebe Waifus und Husbandos der Maison Manga. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ist das schwierig? So, ne? So. Heute geht es weiter mit der Manga-Empfehlung. Einem mal etwas größeren Manga-Empfehlung, weil ich mir von vielen Sachen ein Band gekauft habe. Also den ersten. Und habe mich ein bisschen reingelesen und habe mal so. Meine Grundmeinung äußere ich dadurch jetzt einfach mal und erkläre euch auch ein bisschen, worum es da drin eigentlich geht. So, würde sagen, direkt gehen wir weiter. Und zwar mit Yamada-kun and the Seven Witches von Carlsen. Moment, da ist eine Biene. Igitt. So, Yamada-kun and the Seven Witches. Und zwar von Carlsen. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Habe ich euch, glaube ich, schon mal in der Manga-Aktualisierung gezeigt. Ja, ist von der Assistentin, also ist gezeichnet von der Assistentin vom Zeichner von Fairy Tail. Und man merkt es auch ein Stück weit merkt man es, aber sie hatten noch ihre eigene Note auf jeden Fall. Und ja, ich muss nochmal ganz kurz rüberlesen. Genau, also wir haben einen Problemschüler, der Ryu, der hat eines Tages knallt irgendwie auf die Schulbeste, Urarara. Ist es im Grunde eine ganz recht simple Story, knallt direkt irgendwie, die rennen ineinander oder fallen ineinander. Und in dem Moment haben sie ihre Persönlichkeiten getauscht. Das heißt, jeder ist in dem Körper des anderen, jeweils anderen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der, wenn die Schulbeste in dem Körper des, sag mal, des schlimmen, prügelsüchtigen Ryu ist und der Ryu in dem Körper der eigentlich sehr, sehr lieben, netten, zuvorkommenden, fleißigen, höflichen, mit guten, sagen wir mal, wie nennt man das, mit guten, ja, sie benimmt sich ja auch gut, also sie hat Anstand und so weiter. Wenn er quasi in ihren Körper reinkommt, was das dann alles auslöst, ja, Tohuwabohu, sage ich dazu nur. Und das ist wirklich interessant. Es wird noch nicht wirklich erklärt, was das mit diesen Seven Witches auf sich hat und ob es überhaupt Magie ist und so weiter. Also gut, irgendwas Übernatürliches wird es wohl sein. Schätzungsweise Magie. Und es wird für die das wird rausgefunden, natürlich irgendwann, weil es ziemlich offensichtlich ist, wenn sich quasi die Charaktere komplett tauschen, wenn es die gleiche Persönlichkeit, kann ja noch das gleiche Aussehen sein, wenn dein Kumpel auf einmal anfängt, eine 180-Grad-Drehung zu machen und ist auf einmal komplett anders, dann merkt man das natürlich. Und einer der dortigen Schul... wie nennt man das nochmal? Einer vom Schulkomitee blickt das Ganze, dass da was nicht ganz stimmt, kommt dahinter, denn die beiden können sich quasi, wenn sie sich küssen, quasi die Seelen tauschen, quasi, und dann ist das Ganze wieder so. Und beide haben sich irgendwie im Leben so ein Stück weit geholfen und deswegen machen sie das immer wieder. Sie macht ab und zu mal einen Test für ihn, weil er scheiße ist und bald fliegen könnte und wiederum macht eher irgendwas anderes. Ich bin gerade nicht mehr ganz so auf dem Laufenden. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich den Manga jetzt gelesen habe. Ich habe mir recht Zeit gelassen mit dem ganzen Manga, weil ich hatte derzeit überhaupt keine Zeit. Und wenn ich nochmal Zeit sage, dann ist es ziemlich voller Zeit. Ja, es ist... Das war schlecht. Auf jeden Fall... Puh, was kann man da noch sagen? Ich muss mich retten, ja, sonst denken die Leute, oh Gott, was labert der, so voll hässlich, guck dir mal an, den Spaß, was der hat, der zittert voll. Ja, im Grunde ist das im Grunde eigentlich mal so die Geschichte und die bekommen dann einen Club über Okkultes und so ein Kram. Und interessieren sich dafür eigentlich aber nicht. Und dann kommt eine dazu, die sich mega dafür interessiert. Und ja, eigentlich war das nur dazu gedacht, dass die dann quasi ungestört sich Küsse austauschen können. Aber ja, wie es der Zufall so will, kommt halt tatsächlich jemand dazu, der dem Okkulte nicht abgeneigt ist. Und deswegen gibt es halt wieder Probleme, da sie es wieder nicht ungestört machen können. Weil überlegt mal, das würde auftauchen. Würde irgendwie, keine Ahnung, in der Schulzeitung auftauchen. Das wäre fatal.
Auf jeden Fall, ja, Yamada Kun and the Seven Witches war lustig, war echt lustig. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf den zweiten Band. Ehrlich, muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Fairy Tail und Co. Muss aber sagen, dass die Assistentin für mich persönlich, ich weiß, kein Shitstorm, für mich persönlich einfach in diesem Manga ein bisschen bewiesen hat, dass sie dann doch, auch wenn die Story bisher jetzt noch nicht so pralle ist, aber von den Charakteren her einfach ein bisschen interessantere Charaktere gestalten kann, als es jetzt bei Fairy Tail ist. Ich weiß, jetzt kommen 10 Leute, die unten drunter schreiben, aber Fairy Tail ist so deep und die Charaktere und freut mich für euch, dass es bei euch so funktioniert hat. Ich bin noch immer sehr, Entschuldigung, ich bin noch immer sehr verbittert und auch krank, aber vor allem verbittert, dass ich Fairy Tail einfach nichts abgewöhnen kann, weil ich finde die Charaktere an sich so vom, manchmal so vom Design her und so echt geil und ich finde es manchmal echt schade, dass es mir nicht gefällt, aber so war es auch damals bei Groove Adventure Rave. Ich habe mir erst ein paar Episoden gegeben und dann war echt Ende. Die Charaktere, die, nee, haben mir leider, Eli, Haru, haben mir nichts gegeben. So sehr ich es auch mir gewünscht hätte. Ich hoffe, ich fliegt es nicht raus. Jo, soweit mal so gut. Yamada Kun and the Seven Witches von Carlsen empfehle ich auf jeden Fall. So, weiter geht's. Ist, glaube ich, auch Deutsch, ne? Oh Gott, jetzt kommen wir gleich zum nächsten, wo die Leute bestimmt schreien werden. Aber ich habe ja gehört, es ist ja tatsächlich so ein 50-50-Manga, beziehungsweise Anime, wo es viele Leute gab, die fanden es super toll und es gab Leute, die fanden es mega scheiße. Und ich will nicht sagen, ich finde es mega scheiße, aber egal, wir reden erstmal darüber. Und zwar geht es um Toradora. So, Band 1 von Egmont auf Deutsch. Und ja, was soll ich sagen? Also, die Story geht ungefähr so. Wir haben einen Jungen, der zur Schule geht und der hat immer einen grimmigen Blick. Immer. Er kann machen, was er will, immer einen grimmigen Blick. Das ist sein normaler Blick. Und deswegen hat er es in der Schule noch nie leicht gehabt, weil alle Mädels, alle anderen Leute ihn so, also bis auf ein paar sehr wenige, ihn komplett meiden, weil sie immer Angst vor dem haben, als wie er wäre so der böse Bösewicht. Und eines Tages in der Schule ist es eben so, dass draußen ist es laut und dann wird noch schon so geflüstert, oh, der kleine Tiger, der macht wieder Stress und so weiter. Und unser Hauptcharakter geht dann natürlich raus und als erstes ist irgendwie, als er irgendwie sagt, was, kleiner Tiger oder so, hört sie das auf jeden Fall und ist halt da ein bisschen angepisst von. Und meint halt so nach dem Motto, ey, was sagst du, kleiner Tiger, hast du das gerade gesagt? Und so ein bisschen pöbelmäßig. Und das ist halt so ein kleines Mädchen mit blonden, langen Haaren, die Tiger. Und ja, und als er dann quasi von ihr so ein bisschen zusammengestaucht wird, deswegen, und sie geht dann weiter, merken die anderen Klassenkameraden auf einmal, oh Gott, wenn der von ihr sich zusammenstauchen lässt, dann kann er eigentlich gar nicht so böse sein. Und helfen ihm dann auf und versuchen dann auch mit ihm wieder zu reden. Weil der sieht nur einfach so böse aus, aber eigentlich ist er eigentlich scheinbar doch ein ganz netter. Und das ist so der Grund, warum er sich, und das ist einfach meine Theorie auch so ein Stück weit, sich ein wenig in Taiga, in dieses Mädchen, verliebt. Zumindest, er weiß noch nicht, ob es Liebe ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal da. Irgendwie ist es schon Liebe auf den zweiten Blick, kann man sagen, weil der erste Blick war eher, oh Gott, was, das Mädchen ist aber ziemlich aggro. Ja, und ich muss sagen, da gab es ein paar. Also, darum, das ist so im Grunde erstmal so das, was ich im Großen erzählen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind die Charaktere nicht allzu sympathisch. Ich weiß, es kommt wieder viel Shitstorm. Mindestens 20 Leute schreiben jetzt unten drunter. Was? Toradora gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gut, weil mir die Charaktere nicht allzu viel zusagen. Minorin ist, glaube ich, die Rothaarige. Die ist zwar ganz witzig, durchaus, aber ich finde, der Humor, der sagt mir halt persönlich überhaupt nicht zu. In diesem ganzen Band habe ich null mal lachen müssen, nicht mal ein Funken von Schmunzeln ist bei mir ins Gesicht getreten, ja, aufgetreten, so rum.
Ich muss sagen, auch die Zeichnungen, die sind okay, klar. Es ist Standard, würde ich sagen. Es wirkt jetzt nicht sehr individuell, sage ich mal. Muss es auch nicht, kann ja trotzdem gut sein. Aber ich finde es einfach nicht gut. Mir gefällt die Story nicht. Ich weiß nicht, ich kann auch einfach mit dieser, ich kann einfach auch mit Loli Love nichts anfangen. Ich glaube, da muss man echt der Typ für sein. Wenn die quasi Geliebte, ich meine, ich habe gehört von einem Kumpel, dass es eine ziemlich solide oder sogar eine ziemlich gute Romance-Geschichte drin haben soll. Und auch eine ziemlich realistische sogar. Mag durchaus sein, ganz klar. Aber wenn mir die Charaktere nicht gefallen und wenn ich, ja, daran scheitert es meistens auch schon, weil das ist wie wenn du jemanden unsympathisch findest, mit denen möchtest du noch nicht noch 10 weitere Stunden zusammen in einem Raum verbringen, ne? Ihr versteht mich hoffentlich. Es sind halt Geschmäcker und Geschmäcker sind verschieden. Ich hoffe, ihr könnt mir das nochmal verzeihen. Nein, aber tut mir leid, Toradora hat mir nicht zugesagt. Ehrlich nicht. Wie gesagt, da muss man, glaube ich, entweder ein bisschen so in die Lonely Love-Richtung gehen. Ich mochte es einfach nicht. Shane hat mich schon zusammengestaucht. Shane, sage ich schon. Flo hat mich schon zusammengestaucht. Aber ja, so viel mal dazu. Toradora von Egmont, leider nicht meins. So, haben wir noch? Wir haben noch. Ich würde sagen, dann hauen wir noch eins drauf. Und dann könnte man das eigentlich soweit mal. Ja, warte mal, wir machen mal. Wir haben noch gar nichts Englisches hier drin wieder gehabt. Das ist ja voll schade. Ändern wir mal. So, einfach zu dieser Mega-Kontrast jetzt, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ich habe mir einen englischen Manga von Udon Kids geholt. Ja, tatsächlich Kids. Das ist ganz heißt Manga for Kids. Ich finde das mal ein ganz geiler Ansatz. Den hätte ich ehrlich gesagt auch gern im Deutschen. Okay, gut, es gibt es so gesehen schon. Der erste Ansatz gibt es schon. Das finde ich ganz gut. Aber ich finde das noch ein Ticken geiler. Passt auf. Das Ganze heißt Swans in Space. Und um es vielleicht jetzt gerade mal zu zeigen, lege ich gerade mal kurz das Mikrofon ab, weil ich kann es nicht doppelt. Ich erkläre es noch kurz vorher. In diesem Manga sind permanent Farbseiten, also alles ist Farbe. Oh Gott, ich zeige es euch gleich. Alles ist Farbe. Und die Zeichnungen sind einfach irgendwie cool, erinnern mich derbe an meine Kindheit, aber wirklich derbe. Ich weiß nicht, woher ich die Figuren kenne, aber die sagen mir einfach derbe. Was? Ich weiß nicht, woher, aber irgendwas sagen sie mir. Als wie ich hätte die damals schon in der Kindheit schon gesehen. Ich muss sagen, auch von der Geschichte her und so, also klar, es ist für Kinder gemacht und so, aber irgendwie ist es doch recht unterhaltsam gestalten und dadurch, dass es einfach eine schöne Farbgebung auch hat, guckt man das auch gerne weiter. Gibt ein paar Stellen, wo ich mir dann gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen arg, aber denkst du dann auch, ja gut, das ist für Kinder, what did you expect, ne? Auf jeden Fall ein englischer Kindermanga. Schauen wir uns mal kurz rein. So, wahrscheinlich kann man mich nicht mehr hören. Ich rede einfach mal trotzdem so laut es geht. Und zwar, Moment, schauen wir einfach mal kurz. Hier wird auf einem wunderbar in Kindermanier mit so einem Teddybär erklärt, wie man Manga liest. Finde ich sehr cool gemacht. So, und ungefähr so sieht das Ganze dann immer aus. Ich hoffe, man erkennt was. Ja, ne? Erkennt man was? Ich mache mal ein bisschen weiter. Das. So, soweit mal so gut. Es geht um, Gott, ich weiß gar nicht mehr, Corona, gell? Heißt sie, glaube ich. Genau. Es geht um Corona. Corona ist ein, wie ihr schon gesehen habt, ein grünhaariges Mädchen, die in einer Familie lebt, wo der Vater und das Kind, also der kleine Sohn, super gerne so eine Kinderserie angucken, die irgendwie Swans in Space heißt oder Space, nee, nee, Space, Space Police oder sowas, irgendwie sowas. Und sie feiern das beide ab und sie findet es halt voll kindisch. Also es ist richtig so.
Das ist, nee, das ist mir zu kindisch. Ich bin schon viel erwachsener. Und sie ist halt nebenbei Schülersprecherin und also Schülersprecherin, sie ist Klassensprecherin, glaube ich auch noch. Also sie hat rund um die Uhr was zu tun. Dann irgendwie kriegt sie halt mit, dass ein Mädchen in der Klasse irgendwie nicht so ganz, ja, wie soll ich sagen, mit eingenommen wird, also eingebracht wird in die Klasse. Sie ist immer sehr ruhig, redet kaum, ist eher so, ich sag mal, so gegen andere Leute. Sie guckt die eher nur schief an und läuft dann weiter und so weiter. Und sie versucht so ein bisschen mit der zu reden und irgendwann mal kommen sie halt auf dieses Thema mit dieser Space-Patrouille oder wie das diese Serie hieß. Und sie sagt halt, damit sie die andere eben diese Brillenschlange, nenne ich es jetzt einfach mal, ist nicht böse gemeint. Ich bin selber eine. Um sie nicht zu verletzen, sagt sie halt, ja, natürlich, klar, ich liebe die Serie, die ist toll. Und dann so, ja, wirklich, ja gut, dann vielleicht bist du die Richtige. Und sie denkt nur so, what, 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 what? Und kriegt dann halt irgendwie so ein Armband geschenkt, so wie so eine Uhr. Und kann die irgendwie nicht abziehen. Gut, geht dann halt irgendwie zu Bett und meint dann halt so, das Ding ziehe ich aber morgen aus, ne? Und legt sich hin, auf einmal wird sie irgendwie wegteleportiert und ist tatsächlich im All. Und dann stellt sich eben heraus, dass das Ganze, was dann quasi dort auf Erdling TV passiert, tatsächlich Wirklichkeit ist und jedes Mal eine neue Mission von von dieser Space-Patrouille ist. Und sie ist jetzt ein Teil, zusammen mit der Brillenschlange, ein Teil eines Teams mit einem Chef, der ein kleiner Teddybär ist oder sowas in der Richtung, aber schon älter ist als die beiden und gerne alles andere macht außer arbeiten. Das heißt zocken, essen, alles Mögliche, nur halt nicht arbeiten. Also so quasi der faule Chef, den Chef, den man eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ja, darum geht es im Grunde und sie versucht halt quasi ein bisschen, hat mich so, ohne Witz, hat mich so ein bisschen an Person erinnert, so dieses Doppelleben einfach. Sie hat so quasi diese Aufgabe, sie muss nebenbei Schülersprecherin, Klassensprecherin und die normale Schule noch bewältigen, muss lernen, Hausaufgaben machen, etc. pp. Und dann muss sie noch nebenbei irgendwie mit der Family klarkommen und muss dann halt auch noch in der Space-Patrouille Aufgaben lösen. Ich fand's sehr, sehr knuffig, sehr sympathisch. Ein paar Gags waren dann doch eigentlich recht okay. Es ist nicht so, dass man sich jetzt totlacht als erwachsener Mensch, aber ich finde einfach, ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, eher was für die Erwachsenen, einfach so um ein bisschen in der Nostalgie, in der Retro-Welle zu schwimmen. Swans in Space ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und das war's für diesen Part. Der letzte Part kommt dann auch noch und dann wären wir eigentlich schon wieder fertig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Part und bis dahin, ciao, ciao, tschö und bye bye.